Ich habe einen stillen Folgenwechsel gemacht. Jörn hat sich nur als Frau verkleidet. Heute weiterer Ausbau der Wohnung. Ja, wenn es noch nicht zu, also nicht zu schnell zu kalt wird, könnte es sogar sein, dass wir noch ein bisschen Reis abernten können. Und ich muss endlich dazu kommen, Strom zu erzeugen, erstmal mit einem Holzgenerator und einen Kühlschrank zu bauen für Nahrungsmittel, also für die Mahlzeiten. Sonst bringt das Kochen mir nämlich überhaupt nichts. Und langsam wird es auch kälter, weshalb, na, es wird nicht mehr hinhauen. Also Erntesaison ist komplett vorbei. Deshalb habe ich mich hier unten die Bauteile abgebaut und ein bisschen Stahl abgebaut. Ich glaube, dass diese erweiterten Möbel ein bisschen falsch eingestellt sind. Bei den Stuhl kann ich schon exzellente bauen, obwohl ich im Handwerk in der Konstruktion sehen, okay, könnte passieren. Kann ich auch endlich auf die Fackel verzichten und eine Heizung bauen. Der große Kühlschrank braucht auch nur ein Bauteil und der riesige, der braucht zwei. Dann lass uns den normalen Kühlschrank bauen. Was eher aussieht wie eine Tiefkühltruhe. Proof, wie stehst du zu Kritik? Total gut, erzähl sie mir, damit ich weiß, weshalb ich dich gebannt habe. Du Banane. Jeder darf was sagen. Aber ich werde selbst entscheiden, ob es Kritik ist, die ich ernst nehme oder nicht ernst. Tut mir leid, das Internet hat mich einfach hart gemacht. Kritik, du musst zum Friseur. Muss ich auch. Aber Lockdown. Das passt zum Jörn. Der entspannt mit anderen, sitzt alleine bei sich am Tisch. Kritik, lass dein Bart länger wachsen. Ist vermerkt. Ich habe heute überlegt, ob ich den Bart abschneide. Weil mir jemand gestern gesagt hat, dass ich sehr alt aussehe. Und da habe ich gesagt, ohne Bart sehe ich jünger aus.
Und ich glaube, wenn ich meinen Bart abrasiere, erkennt ihr mich alle nicht mehr. Ach, bitte habt nicht so viel Sex miteinander. Obwohl, hatte Sex 8. Was? Nur 8? Streng nicht mal mehr an, Jordel. Hatte Sex 2-mal. Ich dachte schon. Jordel hatte einmal Sex ohne mich und einmal mit mir. Aber es ist, es gilt für beide. Denk dran, wenn du zu viel Stahl abbaust, fällt dir die Decke auf den Kopf. Es sind erst 3 Felder. Wenn ich die aufnehme, wäre ich Feind von der Fraktion. Das finde ich jetzt nicht so praktisch. Aber meinen Leuten geht's gut. Toll, Sonneneruption. Ach ja, wegen der Sonneneruption. Danke, Spekulatius. Ich bin halt ein eher entspannter Typ, der nicht alles 2 Sekunden redet. Deshalb sollte einfach manche Spieler das Walkthrough spielen, wo ich gar nichts sage und meditativ nur in die Kamera gucke. Ich finde es total schrecklich, wenn man im Let's Play die ganze Zeit quatscht. Wenn man mit anderen spielt, muss man viel reden. Aber wenn man die ganze Zeit Selbstgespräche führt, ist das nur bis zu einem gewissen Grad gesund. Und du merkst bei ganz vielen Leuten, die die ganze Zeit reden, dass sie einfach nur reden, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen. Also sie machen es gegen die Stille. In Form von, und man merkt einfach dieses gezwungene daraus, ja, ich muss jetzt reden. Ich muss jetzt reden, weil man das erwartet. Aber in manchen Situationen gibt es einfach nichts zu reden. So, schön. Jetzt haben wir es schön muckelig warm. Nee, du antwortest ja auch auf Viewer. Könntest du abwechselnd auch mal singen? Nein, das habe ich schon getan, das fanden die Leute nicht so gut. Ich habe noch kein Licht. Tanzen kann ich leider auch nicht im Stream, weil ich dann pupse.
Ja, es ist auch meine Entscheidung. Was macht Jordel? Achso, draußen rumgammeln. Jordel hat schon nach zweimal Sex keine Lust mehr auf mich. Erschreckend. Ah ne, jetzt hat er mich aufgeweckt und hat nochmal gesagt, wie wär's mit nochmal... Mit Snoo-Snoo. Nein, Snoo-Snoo führt zum Tod. Ach ja. Aber es geht ja darum, Werbung in eigener Sache immer wieder zu machen. Ich sage jetzt nicht den Namen des YouTubers, aber es gibt halt viele, die haben das einfach so im Gehirn jetzt drin. Werbung, Werbung, Werbung. Muss die ganze Zeit erwähnen, abonniert meinen Kanal. Sub and like, sub and like. Arbeitsräumlichkeiten. Wenn ihr 1000 Links hinbekommt, ne, 1000 Likes. Liken, 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 liken. Mehr liken. Oh, log dich gefälligst in den Account deiner Mutter ein und like nochmal. So, es gibt sogar Licht. Jordel wird eben zum Superkoch. In 8000 Jahren. Aber ich glaube, er vergiftet uns nicht mehr. Holz, weil ich muss auch Boden verlegen. Ach verdammt, ich brauche auch Licht in den... in den Lagerräumen, weil sonst sind die angepisst, dass es da dunkel ist. Dr. Proof ist inspiriert, Operationen durchzuführen. Wie viel Watt ziehen denn die Kleinen? Ach, 10 Watt, das ist ja angenehm. Weil die haben auch nur Reichweite von 5, glaube ich, für Ausleuchten. Ja, die Wandlampen sind auch total super und ist eigentlich eine simple und eine total tolle Mod. Weil die richtigen Lampen einfach riesig sind und total Platz wegfressen. Wenn es wenigstens schöne, obwohl die Stehlampe ist jetzt ein bisschen umdesignt wegen der Mod. Aber sie ist trotzdem noch hässlich und groß. Ich weiß, du magst Kleidung nicht. Aber besser als wenn du dämliche Kleidung trägst.
Wie viele Mods hast du aktiviert? Ich glaube 54. Ich habe Leute gehört, die haben über 100 Mods installiert. Aber ich habe gestern halt nur was zusammengeklickt, wo ich gedacht habe, das wäre eigentlich ganz praktisch mal. Und wenn wir mit der Forschung anfangen, wird man auch sehen, dass es einiges ist. Zum Beispiel Kannenfutter herstellen. Also Dosenessen für, wenn man zum Beispiel auf Mission geht. Das hier oben ist das ganze Zeug mit diesen Genomen. Oh cool, es gibt sterile Kleidung. Frag mich nicht, aus welchem Mod das kommt. Wird jetzt auch nicht zu viel Reichtum anzuhäufen zu früh. Weil sonst wären die Angriffe einfach zu heftig. Ach, kann ich einfach jemanden kommen und Yordle Power töten? Nein. Aber erst, wenn wir uns getrennt haben. Solange er mein Geliebter ist, Geliebte, ist das schlecht, dann verfalle ich in Trauer. Hat jetzt einen Kurzschluss, weil er nass geworden ist? Nee, kann nicht sein. Der Holzfeuergenerator muss nicht raus, also muss nicht drinnen stehen. So, wie wär's mit einem elektrischen Herd als erstes? Da können wir nämlich endlich mal die Feuerstelle wegnehmen. Ist alles mit Mehl. Boah, es werden die Desserts gemacht aus Beeren. Können wir uns eh alles noch nicht erlauben. Ja, ich habe ein paar Mods installiert, die auch das Kochen erweitern. Und anscheinend kann man auch jetzt mit Mehl Brot backen und solche Geschichten. Ernähren tut das alles jemanden. Ich hatte den Ofen trotzdem überdacht. Ist der Winter vorbei? Der Winter hat noch gar nicht angefangen. Es ist Herbst. Ist noch der Restreis, der hier abgebaut wird. Weil es noch nicht zu kalt geworden ist draußen. So, holen wir noch die restlichen Bauteile von da unten. Dann würde ich mich auch den elektrischen Nähtisch machen.
Das wäre ein harter erster Winter. Ja. Obwohl, ich habe noch für 60, 63, 64 Essen kochen und ein bisschen Reisen auf dem Feld. Wir sind keine Kartoffeln, es ist Reis. Meine Kartoffeln sind leider verbrannt. Nach einem Raid. Meine Rohstoffe verfallen nicht. Die halten 52 Tage. Danke, Jaidi. Und im Kühlschrank halten die Rohstoffe auch. Unterm Reis sind Bären. Warum diskutiere ich überhaupt mit euch? Und wie ihr seht, hole ich gerade noch ein bisschen Reis rein. Und wenn ich dann, wenn es kalt wird und Winter ist, kann ich ja die Herrschaften dazu bewegen, Lebensmittel zu produzieren. Und dann werde ich den Reis direkt in Lebensmittel umwandeln und im Kühlschrank wären die nicht schlecht. Ein Eisbär? Ach so, das Kartoffelfeld hier unten, das meinst du? Ja, aber das war mein Fehler. Ich wollte diese Kartoffeln gar nicht anpflanzen und ich glaube, die werden auch nicht mehr. Chemische Lebensmittelvergiftung. Nur weil ihr nicht kochen könnt vernünftig. Dein Liebhaber hat dich vergiftet, Dr. Plouf. Und dann ein Blitzeinschlag. Eigentlich würde eine Sonneneruption schon reichen. Dass die Lebensmittel kaputt gehen und ich verhungere. Giftiger Regen ist eine wundervolle Sache. Theoretisch kannst du das Feld aber dann überdachen und mit der Sonnenlampe weiter betreiben. Ja, beim Essen kotzen. Richtig scheiße, ne? Wenn man jedes Mal abkotzt. Wenn man versucht, was zu essen. Das gut sein, ich habe die
die Bauteile, die ich haben wollte. Naja, aber man braucht keinen Wasseranschluss. Moment. Aber ich glaube, ich habe eine Mod installiert, wo du... Ah, nicht das Shelf. Wo du Möbel bauen kannst, wo du richtige Sachen reinlagern kannst. Wie Kisten. Oh, ich habe mir das eingebildet. Ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Ach so, dir ist ein Schieferkomet in deine Kolonisten reingefallen. Das war ein schneller Tod. Ah, 10% schnellere Arbeitsgeschwindigkeit. Hauptsache, wir sehen aus wie die letzten die letzten Dorfbewohner von irgendeinem Mittelalterdorf haben aber eine schöne Küche. Schöne IKEA-Küche. Du. Fünfjährige Bogenschützin. Ja, es kann sein, dass ich die Sachen erforschen muss, wo ich den reinstellen kann dann. Ihr habt Entspannungsmangel, aber ihr könnt euch doch eigentlich morgens entspannen. Also ich habe euch ja ein wenig Pause eingeräumt. Hallo Frontschwein. Ach gut, es geht euch wieder besser. Ein elektronisches Stonecutter. Elektronischer Schlachttisch. Wir sollten aber die Forschungsstation erstmal aufbauen. Da.
kann der Imperator sich mal dran setzen und die Sachen erforschen. Während Jordi den Haushalt schmeißt. Tja. So viel Kram. Wo ist Jordi eigentlich? Er hat eine Hauptrolle und ist nicht da. Ich glaube, er ist aufs Handy gewechselt vorhin. Arbeitskleidung. Kompost herstellen. Pottery, Vasen herstellen. Oh mein Gott. Käseherstellung. Ich habe mal eine Kolonie mit über 70-Jährigen gegründet, aber mit 5 als Start. Wenn alle so nach und nach an Demenz erkranken und Herzinfarkte oder Schlaganfälle bekommen. Aber du kriegst ja auch neue Leute relativ schnell. Also immerhin hast du viele Hände, aber die haben halt alle schon Arthritis. Und ja, es gibt eine Multiplayer-Mod, aber ich weiß jetzt gar nicht, warum das Thema aufgekommen ist. Der Mod für Kinder ist nicht an, weil Kinder nur essen. Was? Eine riesige Spinne mit Eilen auf dem Rücken ist in unser Gebiet gekommen. Ein wilder Predator steht dran. Aber, was, wenn ich da eine Falle baue? Gute Nacht, Rowdy. Obwohl, ach, schwierig.
Ich weiß nicht, wie viel das Vieh aushält, weil es einer von den Alpha Predators. Greift die Spinne nicht an? Habe ich die Umfrage umsonst gemacht? Nein, die Spinne wird angreifen, wenn ich sie nachher provoziere. Was sagt denn deren Laufgeschwindigkeit? 5,5. Also sie ist schneller als ich in der Bewegung. Hat aber damit zu tun, ich habe eine Rüstung auch noch an gerade. Da kommen Kolossare Aerofleets, aber die sind auch keine Feinde. Die sind auch einfach nur im Gebiet. Die sind Allesfresser. Ja, und Angriff fängt nur an, wenn ich die treffe. Da soll ich dann besser die anderen Bögen erforschen. Ach, die hat das Rotwild gefressen. Wie schnell bist du jetzt? Toll, 4,6. Erzähl nicht. Er ist immer gleich schnell. Egal, du läufst als Nackter. Da ist ein bisschen mehr Tempo.
Ich darf nicht daneben schießen und es muss auf maximaler Reichweite sein. Ja. Und jetzt lauf. Lauf, Imperator. Bring die Spinne nach Hause. Verdammt, die kann schießen. Die schießt Spinnennetze. Oh nein, ich bin gestunt. Tja, das sieht doof aus. Kacke. Das habe ich vorher gespeichert. Das fließt einfach zu weit weg. Hoffen wir einfach, dass wir in Frieden nebeneinander leben können. Vorerst. Das hier wieder Tom Cruise-Streifen mit den Aliens, wo der immer am Anfang landet. Witzigerweise vergesse ich von dem Film auch immer den Namen, obwohl der gar nicht mal so schlecht war. Obwohl ich jetzt kein großartiger Tom Cruise-Fan bin. Was wäre noch ganz gut jetzt zu haben? Also, jetzt schon aufzubauen. Der verbesserte Nähtisch. Mit dem kann ich dann auch wieder, oder das war damals eine Mod vielleicht, wo man die Kleider dann wieder auseinandernehmen kann. Mein Gott, ich kann Schuhe herstellen. Und Handschuhe.
kannst im Ofen Klamotten zerstören. Ja, ich hatte vor Ewigkeit mal irgendeine Mod, daraus konntest du dann immer, da konntest dann Materialien noch aus Rohstoffen herholen. Muss man eben meinen Pflichten als Freund nachkommen. Das ist Philipp vor 1, du wolltest vor einer Stunde schlafen. Ich weiß. Wollt's auch nur mal erwähnen. Bitte? Nein? Na gut. Jetzt geht's nicht. Jetzt sagt sie, geht nicht schlafen, weil ich noch nicht schlafen gehe. Oh, die Vorhersage hat begonnen. Trifft die richtige Vorhersage. Und gewinne. Punkte. Was hat der vor? Ach, der will die Sperre vorne entzünden. Du Banane, du sollst darüber laufen. So viel dazu. Ja, tut mir leid, das wird ganz kurz sein Ding. Wenn ich eine Zelle gebaut habe. Wird Dr. Proof oder Jolle verletzt? Vorhersage in dieser Minute beendet. Ja, nein. Nein hat gewonnen. Das ist ja witzig. Ja, da habt ihr ein bisschen Coins verloren. Tagelöhnerverein. Einen Kolonisten zur Verfügung zu stellen. Ich habe keinen Kolonisten frei. Ach Leute. Ihr müsst ein bisschen länger arbeiten. Ihr seid doch gar nicht erschöpft. Wow, ich konnte 10 Münzen setzen. Nein, du kannst mehr als 10 Münzen setzen.
Problem ist, es ist gerade Schlafensphase. Deshalb legt der Schlawiner sich immer wieder hin. Schlaf ist gestrichen. Ganz entspannt. Der hat zurzeit noch einen relativ hohen Wert, dass ich den nicht kriegen kann, weil der verletzt ist. Das ist der einzige Grund, weshalb das so negativ ist, beziehungsweise so schlecht steht. Na, verdammt, du hast recht. Aber ich kann an ihm trainieren. Sozial. So, ihr kriegt euer Bett wieder. Die Explosion erschreckt mich immer, weil es so laut ist plötzlich. Vorher nicht löschen, kein Heimatgebiet. Aber wir haben wenigstens Platz für vielleicht einen weiteren Gefangenen. Kriege ich die Fackel, damit es daran nicht so kalt ist.